Wann wirst du eigentlich mal erwachsen? Sag mal, sehe ich da ein graues Haar? 40? Du siehst überhaupt nicht aus wie 40. Wow, du benimmst dich auch nicht so. Das willst du anziehen? Sowas trägt man doch nicht mehr in deinem Alter. Du bist doch jetzt schon Mitte 30, oder? Willst du dir nicht langsam mal Gedanken machen wegen Kinderkriegen oder so? Ich meine, deine biologische Uhr tickt, oder? Gott, du bist manchmal echt peinlich. Kannst du dich nicht deinem Alter angemessen benehmen? Tick, tack, tick. Du musst einfach immer nur regelmäßig für die richtige Flüssigkeitszufuhr sorgen. Dann gibt's auch keine Falten mehr, ne? Also, wenn ich so graue Haare hätte wie du, dann würde ich die schon färben. Weißt du? Verstehst du? Alkohol konserviert von innen. Weißt du, was cringe ist? Wenn Menschen in deinem Alter das Wort cringe benutzen. Also für dein Alter bist du ja noch richtig fuckable. Oder nice. Oder random. Oder sonstige Anglizismen, die ab 30 natürlich verboten sind. Nice. Sag mal, bist du nicht ein klitzekleines bisschen zu alt für YouTube? Du bist über 40? Und wann benimmst du dich mal vernünftig? Und ihr? Wann wollt ihr endlich loslegen? Ihr seid ja schon ein bisschen überfällig, ne? Sag mal, hast du dir die Haare gefärbt? Also, ist ein bisschen unnatürlich, oder? Wie? Das ist nichts für euch. Aber jede Frau will doch Familie und Kinder. Puh, Zweitstudium in deinem Alter? Boah, mal gucken, ob das was wird. Jetzt sag nicht, du gehst noch feiern. Wird man nicht irgendwann mal ruhiger? Du bist heute auf einer Party? Holst du da deine Kinder ab, oder? Ach, du feierst da selbst? Wow, in deinem Alter noch? Mensch, du hast dich ja überhaupt nicht verändert. Okay, also bis auf die Falten. Krähenfüße. Oh, es ist manchmal echt so peinlich, wie kindisch du dich verhältst. Du wirst auch nicht mehr jünger, sieh zu. Du benutzt TikTok? Bist du dafür nicht ein bisschen zu alt? Du siehst gar nicht so alt aus. Hast dich gut gehalten. Mit deinem Alter noch Single sein? Ja, da kannst du ja auch nur noch auf Scheidungen hoffen, oder? Oder dir einen Toyboy angeln. Absolut realitätsnah. Oder? Etwa nicht. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die noch älter als über 30, über 40, über 50 sind. Klar, aber Fakt ist einfach, dass man ab einem bestimmten Alter irgendwie als alt gilt, obwohl es einfach nicht so ist. Ja, die Zeit schreitet kontinuierlich voran. Allerdings fühlt sich jeder oder viele, ich will nicht auf alle schließen, viele fühlen sich einfach nie erwachsen. Man bleibt einfach immer sein junges Ich, bleibt geistig irgendwie auf einer Entwicklungsstufe stehen. Allerdings, das Fortschreiten der Zeit zeigt halt, dass es vollkommen natürlich ist, Falten zu haben, dass die Schwerkraft vielleicht mehr Auswirkungen hat als sonst. Aber das heißt nicht, dass es schlechter ist, sondern es ist vollkommen normal. Aber leider wird uns ja irgendwie eingeprügelt, dass es schlecht ist, Falten zu haben. Deswegen gibt es hier Faltenminimierer und da gibt es Botox. Und ich kann mich auch nicht davon freimachen, ne? Ich benutze ja selber irgendwelche Pflegeprodukte. Aber faktisch ist es nun mal so, wir werden alle älter, das ist vollkommen normal. Aber geistig werden wir halt nicht unbedingt älter. Oder es gibt auch 20-Jährige, die auf dem geistigen Niveau von 80-jährigen Menschen sind. Who cares? Ich habe beispielsweise auch recherchiert, dass in Hollywood Frauen ab 40 unsichtbar sind und dann ein Riesensprung gemacht wird und dann wieder ab 60 oder so eingestellt werden. Als Beispiel einmal der neue Film Die Ausgrabung. Dort hat die Protagonistin eine reale Person gespielt, die, glaube ich, 50 Jahre alt ist. Sie selbst aber als reale Person ist 35. Also was macht das denn bitte mit unserem Kopf? Sollen wir denn denken, dass wir mit 50 aussehen wie mit 35? Nicht mal mit Botox siehst du aus wie 35. Na gut, genug gerantet. Tausend Dank gehen an Jasmin mit Herz, Alicia Held und mein Lieblingstor Lingling. Und natürlich an alle, die Sätze eingeschickt haben. Ja, das sind einige Sätze von euch. Und checkt alle Profile aus unten in der Infobox. Nicht vergessen, die machen tollen Content. Ich freue mich darauf, eure Kommentare zu lesen. Wir sehen uns in ein oder zwei Wochen wieder. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Habt eine schöne Zeit bis dann. Und au revoir. Boah, hast du dich gut gehalten. Sind das Falten?